Ich mach mal Licht an. Safety first. Hallo und herzlich willkommen zu Project Cars auf der PlayStation 4. Und bei mir ist der Mike. Hallo Mike. Hi Christian. Ja. Und wie das aussieht, bist du fertig? Ich bin fertig, sowas von. Dann starte ich mal die super duper Mega-Sitzung. Ja, ja. Und ich kann dich beruhigen, du hast bei mir sogar eine gelbe Verbindung. Ja, ich hoffe, alles klappt, wie es geht, sonst muss ich irgendwie gucken, dass ich was anderes mache. Das geht. Meine PS4 ist schon die Heizung for the win. Ja, ich weiß. Extrem warm, da brauchst du. brauchst du keinen Heizkörper mehr. Naja. Packt man dann noch Lüfter oben drauf, so weißt du, wie geil das aussehen würde. Wenn ja. Leuchtet werden so Lüfter, das ist ja bestimmt unnormal ja. Geil aus. Es leuchtet aus dem Inneren der PlayStation, das wäre auch geil. Das von, oder obendrauf diese Abdeckung, die schwarze ab und dann solche mit Plexiglas, wo man durchgucken kann und dann mit LEDs drin. Das wäre auch geil. Ja, oder man macht halt die schwarze. Das Schwarze kratzt man ab streifenweise und da packt man die LEDs rein. Das trotzdem schwarz ist und dann sind da LEDs drin. Okay. Ich mach mal Licht an. Safety first. So. Neuauflage. Grüne Flagge. Los geht's hier. Einer fährt sogar mit dem Go-Kart hierher. Junge, was ist da los? Ja. Oh, wer kam da eben nebenan bei mir? Das war's aber nicht du, oder? Nee, das warst du nicht. Mann, die alles für Autos hier, ey. Krass, Scheiße. Ach, ist eben Gott, halt gemischtes Feld, ne? Deswegen starte ich immer vorne. Weißt du, was geil wäre, wenn jetzt, wenn wir gleich hier sehen würden, hier den Go-Kart auf dem dritten Platz oder so? Ja, das wär's, ey. Gegen die ganzen GT3-Boliden und was weiß ich, was hier noch alles mitfährt. Alter, was macht ihr da hinten? Ich hab schon 4 Sekunden Vorsprung. Ich meine nur. Ich meine nicht, dass ich mich beschweren würde, aber. Ich weiß nicht, was man macht. Hier, ich werde ja aufgehalten. Du konntest ja frei fahren. Wird ja eher ein bisschen aufgehalten. Ich wäre am liebsten hinten gestartet. Für aufnahmemäßig ist das spannender, wie ich jetzt fahre. Natürlich. Ja, soll ich mich jetzt zurückfallen lassen, oder was? Das sieht ja auch doof aus. Ich komme auf jeden Fall nicht ran, denn ich stehe noch vor. Ich bin jetzt auf dem vierten Platz im Moment. Ich fahre jetzt am dritten gleich vorbei. Ja, dann musst du eben halt ein bisschen kommentieren. Damit das spannend bleibt. Weil bei mir ist hier echt nicht viel los im Moment. Den dritten Platz habe ich jetzt für mich gewonnen. Jetzt geht's. Angriff zu dem zweiten. Und der dritte, der überholt mich auf der Geraden so locker. Okay, das ist auch der Need for Speed, der von Fast and Furious 7. Dieser Wagen, den ich gerade passiert habe. Jetzt versuche ich jetzt anzugreifen auf den zweitplatzierten. Glaube ich ist, das ist die Frage. Das seht ihr in der nächsten Folge. Nein, Spaß. Ja, genau. Wir teilen die Rennen in mehreren Parts. Nein, jetzt das 5-Runden-Rennen. Jetzt kommt die Werbung, so. Ja, genau, jetzt könnt ihr Werbung gucken. Und ja. Jetzt habe ich auf jeden Fall auf die erste Zeit schon 8 Sekunden aufgeholt. Also es geht voran. Okay. Ich fahre hier gerade Top-Zeiten, denke ich mal. Okay. Auf welchem Platz bist du denn? Ich bin gerade auf dem dritten. Okay. Aber ich näher mich immer an dem zweiten. Der zweite hatte ich halt wegen dem anderen schon viel Vorsprung. Ja. Okay. Wir beide hier ja mit AMG Power. Ja. So sieht das aus. Du hast glaube ich den SLS GT3, ne? Ja. Siehst du? Dann kriegst du doch gute Karten mit dem DTM-Wagen, also. Ja, ich habe das ein bisschen verkehrt eingeschätzt. GT3 ist ja schlechter als DTM. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ah, rein. Oha, bin ich beinahe rausgedreht. Rein optisch nicht. GT3s haben den fetteren Heckspoiler. Demnach müssten die auch den meisten, also mehr Anpressdruck haben.
bin ich am zweiten dran. Oha, Mike. Die überrascht mich. Ja, dein Ping von 87. Was natürlich lustig ist, weil es KI ist. Ja, jede KI hat den gleichen Ping. Boah, bist du weit vorne, glaube ich. So, hab jetzt den überholt, hab ihn überholt. Okay, ich bin 17 Sekunden vor dir. Ja, das werde ich nie im Leben schaffen, außer du machst einen Dreher und ich mach keine Fahrfehler. Oder du musst in der Box. Hast du Reifenverschleiß lange mal? Ich habe auf 7-fach. So wie ja, du das eben auch angestellt hattest. Das wird nichts, dass ich irgendwie wegen der Box näher rankomme. Aber, man muss dazu trotzdem sagen, du bist Zweiter. Das ist schon mal sehr gut. Du bist auch weiter hinten gestartet. Hast Kannst du das Video gesehen von LPN, Vale Gaming und ab. Wie wird er abgefahren oder wie heißt der? Meinst du da, wo einer auf dem Dach gelandet ist? Nein, das, was die heute hochgeladen haben. Und, nein. Aber konntest du hier Spotty hören? Bei mir? Ja. Jetzt bin ich leider wieder Vierter, Fünfter. Ja. Sechster, Siebter. Was denn jetzt nun? Vierter bin ich. Warum denn das? Weil ich gerade leider auf den Sand geflogen bin. Einen echt großen Fahrfehler gemacht. Jetzt bin ich aber wieder Dritter und der Zweite ist wieder vorne. Bisschen Windschatten, okay. Nehmen, später bremsen und dann also mit Chance geht die Sonne hier sogar noch gleich noch ein bisschen unter. So, hab hier 2 Sekunden verloren. Jetzt macht der eine vor mir das Licht auf den Fahnen, dann mache ich das jetzt mal aus. Wenn er es anmacht, machst du es aus. Damit sie dich nicht sehen, wenn du kommst, wa? Damit du sie überraschen kannst. Sparmodus, Alter. Cool. Das wird alles Gewicht. Wir sind in der letzten Runde. Also ich jedenfalls bin jetzt in der letzten Runde. Ich habe alles ausgestellt. Ich sehe hier gar nichts. Ne? Jetzt habe ich auch wieder eingestellt und ich bin in der Fahr jetzt auf die letzte Runde zu. Ja, ich habe die ersten Überrundungen. Und Kart, ist er schnucklig. Oh, nicht abräumen, den kleinen Kart hier. Der Arme, ey. Da kannst du einfach in Ruhe fahren. Da kriegst du richtig Schiss als Kartfahrer, ne? Wenn hier die ganze Rennwagen weit rumfahren, ey. So irgendwie einen Meter neben einem ja vorbeifahren. Lass mal mit dem ganz alten Formel 1 Wagen gleich mal fahren. Dem bin ich schon mal gefahren, der ist höchst gefährlich. Ja, lass trotzdem mal mit dem fahren. Irgendwie finde ich das interessant, weil der halt Rush der Film, wie ist das, ja. Ah ja. Ja, okay. Dann nehmen wir aber hier. Den hab den zweiten jetzt überholt. Weniger Runden. Ich mal jetzt keinen nehmen wir aber weniger Runden. In der letzten Runde, warum? Ja, weil den Formel 1 Wagen, glaub mir, den willst du nicht 5 Runden fahren. Aber eine andere Strecke, bitte, ja? Ja. Ich würde sein für diese kleine Strecke, die man voll oft fährt. Weißt du, was ich meine? Oh nein. Ja. Nicht Outlaw-Dingsbums Park. Nein. Also ich bin jetzt durch. Also dann wisst ihr schon mal, was ihr im nächsten Part sehen könnt. Da werden wir schön mit alten Formel-1-Wagen rumheizen. Jo, ich bin Zweiter, ja. Wäre doch wahrscheinlich im Ziel geraten. Ja. Leider hat der Christian ja gut, wo ich die Aufholjagd begonnen habe, gut Platz, Position. Nee, nicht Position. Position, ich war schon von Anfang an Erster, fast. Ja, von Anfang an. Ja, ich. Ja, wie assi ist das denn? Aber egal. Ich habe Boden gut gemacht, sagen wir es so. Ja, und sogar 2, 3 Autos noch überholt. Nein, 2 Autos und ein Kart. Also überrundet. Boah, die KI konnte auf jeden Fall gut mithalten mit mir. Ich hab mich ein bisschen gewundert. Gibt's ja eigentlich Safety Car? Nee, was willst du denn hier mit Safety Car? Wäre doch voll lustig, wenn du dann kaputt machst dein Auto und dann kommt Safety Car. Ja, dich weg. Das wäre nicht schlecht.
Okay, Ja, dann dann würde ich sag mal ich sagen, mal. sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt. Ja, Project Cars Multiplayer, ne? Mit dem Mike. Sag bis Jo, zum ich sag nächsten Mal, Mike. mal, ja, ich sag mal viel Spaß bei dem nächsten Part. Ihr werdet bestimmt. Es bestimmt sehen wollen. Wir mit alten Formel-1-Wagen unterwegs. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann.